Clarissa, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich dich liebe. Ich dich auch. Was auch immer du anstellst, du wirst sie nicht auseinanderbringen. Wir können die Kohle nicht auftreiben. Emilio wird früher oder später abgeschoben. Nichts geht mehr. Okay, Gentlemen, was ist los? Ich weiß jetzt, wer ich bin. Wenn dir das nicht reicht, dann nimm deinen Stolz und steck ihn dir sonst wohin. Fühlt sich das gut an? Wenn Sie noch mal so ein nichtssagendes Model buchen, fliegen Sie gleich mit raus. Gut. Gräfin Anstetten, es gibt ein Problem. Noch eins? Eigentlich ist es eher der Super-GAU. Sie hat sich in einem Hotelzimmer verlustiert und dabei fotografieren lassen. Hier steht nicht mit wem. Nein, auf dem Foto ist nur sie zu erkennen. Ist doch Glück für ihren Liebhaber, oder? Ist das nicht herrlich peinlich? Bin doch ganz gut getroffen. Und ich dachte schon, sie flippen völlig aus. Nein, warum sollte sie denn? Ich vermute mal eher, das Ganze war ihre Idee. Pappelapapp. Lass mich mal raten, Clarissa, welcher Mann dir hier in Düsseldorf von Nützen sein könnte. Mir fällt nur einer ein. Ja, an die Arbeit. Das wird ein Spießrutenlauf für die gute Clarissa. Man darf gespannt sein, welchen armen Kerl sie damit in den Abgrund zieht. Wie kann ich nur auf so eine bekloppte Idee kommen, Rion, ne Papu? Jetzt geht wirklich nichts mehr. Die ganze Kohle ist futsch, dafür hattest du so ein gutes Blatt. Toll, super, klasse. So viel also zu Venezuela, wir kommen. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wie ich das Emilio erklären soll. Wir brauchen doch die Kohle für seinen gefälschten Pass. Ja, ich weiß. Und ohne den kommt er in kein Flugzeug nach Venezuela. Ich weiß. Und wir können nicht heiraten und er bekommt keine Aufenthaltsgenehmigung für die EU. Verdammt normal. Ich liebe Emilio und ich werde ihn heiraten. Ich weiß zwar noch nicht wo und wie, aber niemand kann mich daran hindern. Ich fürchte, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ihr bleibt schön hier und du mitkommen. Ich muss jetzt wirklich los. Ich weiß. Ich hab dir noch ein neues Ich-Überarzt an einem Rinderfiletstück in den Kühlschrank gelegt. Du bist so gut zu mir. Hauptsache, du machst keine Rouladen draus. Mhm. Sehen wir uns morgen Vormittag? Klar, brunchen. Langweilig. Ich dachte, du denkst dir vielleicht auch mal was Nettes aus. Okay. Mhm. Tschüss. Übrigens, danke nochmal. Wofür? Dafür, was du zu mir gesagt hast. Von wegen zu sich selbst stehen und seine Schwächen akzeptieren. Das. Du hattest recht. Ja, du hast es deinem Vater ja auch richtig gezeigt. Na, hast du Lust, mich abzufragen? Jetzt? Ja, allein lernen macht keinen Spaß. Du ein andermal, ja? Ach, hast du schon was vor? Nein, aber ich. Schon klar, ich
Es gibt ja bestimmt Spannenderes, als mit einer dummen Blondine lesen zu üben. Ey, das habe ich doch gar nicht gesagt, aber ich muss noch Nachtschicht machen heute. Jetzt. Ich dachte, du hattest nichts vor. Ja, das habe ich auch gedacht, aber ja. Ja, ich komme schon klar. Frohes Aufschneiden. Clarissa von Landstetten. Also ich wüsste zu gerne, wen sie da so in die Bredouille bringt. Vielleicht kann man ja doch was erkennen. Ach, Elisabeth. Was denn? Ich bin eine Frau. Sensationsgen liegt uns im Blut. Und überhaupt, ein bisschen Schadenfreude kann man mir nicht verübeln. Das ist ein wichtiger Anruf. Hongkong. Ja, dann lasse ich dich mal allein. Ich freue mich auf morgen. Morgen? Unser Hochzeitstag. Ah ja, der Hochzeitstag. Hallo? Hast du schon die Zeitung gesehen? Ja. Das ist so peinlich. Wer hat uns da bloß fotografiert? Ja, irgendein Paparazzo wahrscheinlich. Das wusste doch gar niemand, dass wir in diesem Hotelzimmer sind. Ja, wir wussten es ja nicht mal selber. Das ist nicht lustig. Nein, das ist es wirklich nicht. Wir landen in irgendeinem Hotelzimmer und wissen nicht, wie wir da hingekommen sind. Und dann dieses Foto. Ja, du musst dir ja keine Sorgen machen. Dich erkennt ja niemand, aber mich. Ganz Düsseldorf lacht über mich. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss mit jemandem reden. Kommst du später noch vorbei? Später, ich weiß nicht. Naja, du hast recht. Ich muss alleine damit fertig werden. Wo bist du? In der Firma. Ich warte auf dich. Also gut, bis später. Muss ich das verstehen? Nein. Außer Sie wollen, dass du was bringen. Naja, wenn das so ist. Eine Frau muss nur die richtigen Knöpfe drücken. Jeder Mann liebt es, den Helden zu spielen und eine wehrlose Frau zu beschützen. Und bei Ludwig kommt noch das schlechte Gewissen hinzu. Sie meinen, er fühlt sich Ihnen verpflichtet? Dafür nehme ich etwas Klatschpresse gern in Kauf. Komisch. Ich habe ja immer gedacht, diese Schellen wären der Inselgruppe. Da können Mama und Papa ja lange auf ihre Postkarte warten. Sind die noch bei Oma? Schwein gehabt. Deshalb sind wir jetzt auch ganz ungestört. Und du hast uns doch bestimmt eine Menge zu erzählen. Ich verstehe ja, wenn ihr ein bisschen überrascht seid. Aber Emilie und ich wollen doch nur heiraten. In Venezuela. Während Mama und Papa glauben, dass du mit Leonie Ferien machst, sag mal, Kimi, hast du sie eigentlich noch alle? Mann, die hätten das doch 100% verhindert. Mit Recht. Du bist 18 und kennst den Typen wie lang? Habt ihr euch überhaupt schon überlegt, was ihr nach der Hochzeit macht? Habt ihr einen Plan, wie es da weitergehen soll? Naja, wahrscheinlich kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Wahrscheinlich. Hast du mal drüber nachgedacht, was du dir damit ans Bein bindest? Heiraten sollte wirklich gut überlegt sein. Guck mich an. Ich liebe Emilio und er liebt mich. Und wir können nur zusammenbleiben, wenn wir heiraten. Wollt ihr mir das wirklich versauen? Versauen. Was machst du denn hier? Ich hab die Nachtschicht übernommen. Also nach dem Auftritt von deiner Freundin vorhin hätte ich gedacht, du hättest was Besseres zu tun. Hast du irgendwas gesagt? Sag mal, kann es sein, dass du immer noch verwirrt bist? Verwirrt? Quatsch. Wie kommst du denn auf sowas? Fängt mit Frauen an und hört mit Problemen auf. Aber für dich gibt's ja nur Helena. Kannst du mir mal sagen, wie du auf so einen Scheiß kommst? Helena ist eine tolle Frau. Sie passt viel besser zu mir als ich und irgendeine andere Frau. Für mich gibt's nur Helena. Ich will sie sogar morgen überraschen mit einem Horrorvormittag. Horrorvormittag? Ja, in unserem Lieblingskino.
Also nur um sicherzugehen, dass ich dich gerade richtig verstanden habe. Du willst morgen Vormittag mit deiner Freundin in einen Horrorfilm? Ja, so Blut, Gemetzel, alles, was einen guten Film ausmacht. Eins muss man dir lassen, romantisch bist du. Daniel Fritsche ist ein Idiot. Und warum diesmal? Mann, wochenlang nervt er mich damit, dass ich was gegen meine Legasthenie tun soll und drängt mir seine Hilfe regelrecht auf. Dann frag ich ihn einmal, ob er Zeit hat und er lässt mich abblitzen. Und warum? Angeblich hat er Nachtschicht, aber das ist eine billige Ausrede. Sagst du? Weiß ich, Kerle sind alles Idioten. Oder sie sind einfach in einer Beziehung, so wie zum Beispiel Daniel. Olli, Spaß dir. Ja, komm schon, insgeheim hast du doch wirklich gehofft, dass ihr den Abend zusammen verbringen könnt. Nein, ich wollte einfach, dass er mit mir lernt. Ja, klar. Ich bin durch mit Daniel. Soll er doch glücklich werden mit seiner Birne Helene. Ich hab sowieso die Schnauze voll von Männern. Was? Ich warte. Worauf? Darauf, dass die Platte wieder von vorne losgeht. Ach, Mann! Ist es schon 12? Nein. Ich dachte, wir könnten ja schon mal ein Glas Champagner trinken. Auf uns und die nächsten Jahre. Auf uns? Du bist so still. Ich bin fasziniert. Du siehst fantastisch aus. Unsere kleine Schwester heiraten? Weil sie ihn liebt. Ach komm schon, diesem Macho geht's doch nur um seine Aufenthaltsgenehmigung. Marlene, das ist jetzt aber ein bisschen hart. Der soll mir erst mal Rede und Antwort stehen, wie lang seine längste Beziehung gedauert hat. Und wehe, der kommt mir mit irgendwelchen Geschichten. Ich bin ein Lügendetektor. Ich mach dem so Dampf, dass der glaubt, er sitzt auf einem Heizkessel. Vielleicht sollten wir erst mal in Ruhe mit ihm darüber reden. Ha, jetzt fällt's mir nämlich auch wieder ein. Mit Kims Freundin Leonie, da war der ganze 2 Wochen zusammen. Und wahrscheinlich hat er Schluss gemacht, weil sie ihn nicht heiraten wollte. Jetzt komm mal runter. Nur weil er keine Aufenthaltsgenehmigung hat, heißt es noch lange nicht, dass er ein Heiratsschwindler ist. Hast du dir dieses Bürschchen eigentlich mal ein bisschen genauer angeguckt? Ich kenne diesen Schlagmann. Ja, gut. Vielleicht war es bisher nie was Ernstes. Und vielleicht hat er auch ein bisschen viele Frauen. Aber ich bin der Meinung, dass es mit Kim was anderes ist. Ja, sicher. Lauschst du etwa, du Zwerg? Warum kann ich nicht rein? Weil wir noch nicht fertig sind. Kimi, hör mal, glaubst du wirklich, dass das so eine gute Idee ist? Ich meine, jetzt liebt er dich, aber... Sind wir doch mal ehrlich. Irgendwann kommt für ihn die nächste. Willst du dich wirklich in ein paar Wochen wieder scheiden lassen? Ihr müsst echt verdammt wenig von mir halten, wenn ihr glaubt, dass man mich einfach wieder so schnell vergessen kann. Emilio sagt, ich bin die coolste Frau der Welt.
Ich bin mutig und clever und völlig durchgeknallt. Und er sagt, ich gehe im Bett ab wie eine Rakete. Boah, schäm dich, du bist viel zu klein für diese Dinge. Das sagst gerade du. Jetzt fall mir nicht in den Rücken, ja? Emilio ist etwas ganz Besonderes. Er ist nur in die EU gekommen, damit seine Geschwister in die Schule gehen können. Er reißt sich hier den Arsch auf. Er schickt jeden verdammten Cent nach Hause, damit es denen mal besser geht als ihm. Er ist so liebevoll und großzügig. Und er würde alles für mich tun. Und dafür liebe ich ihn. Und verdammt nochmal, ich werde ihn heiraten! Und egal, was passiert, ihr werdet mich nicht daran hindern. Anziehungskraft A N Z. You'd be 13, I'd be 35. Going to find a place for us to hide. Be together alone as the need for it has grown. Cha 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 cha. Cha 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 cha. A cave or a shed, a car or a bed, a hole in the ground or a burial mound, a bush or a tree or the Egan Sea will do for me. Es ist schön geworden, oder? Mhm, finde ich auch. Wo ist eigentlich Papa? Der hat noch einen Termin. Aber der Rest des Tages gehört uns. Und wir haben auch schon eingefeiert. Wo denn reingefeiert? Oh, bitte. Keine Details, ja? In unseren Hochzeitstag. Hey, herzlichen Glückwunsch. Tut mir leid, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Danke. Oh. Ich auch nicht. Gratuliere. Mir auch. Gott, wie peinlich. Ach, halb so schlimm, solange euer Vater ihn nicht vergisst. Ja, naja, ich wünsche euch dann auf jeden Fall viel Spaß. Wobei auch immer. Ach, typisch, Mann. Ich wünsche euch keinen Spaß, sondern eine extra große Portion Romantik. Ach, so wie ich Papa kenne, hat er sich bestimmt schon eine ganz tolle Überraschung für dich ausgedacht. Hallo, ich esse noch. Naja, und die eigentliche Überraschung gab's doch schon. Hast du die Abendzeitung nicht gelesen? Es gibt Dinge, mit denen möchte man sich an seinem Hochzeitstag einfach nicht befassen. Ja, besonders dann, wenn der eigene Mann zum Gespött der ganzen Stadt wird. Wirf mir hinterher nicht vor, ich hätte dich nicht gewarnt. Lassen Sie es gut sein, Tanja. Dieser Mann hier in der Zeitung, das ist ein armer Ahnungsloser, den Clarissa benutzt hat. Ich meine, wer geht schon freiwillig mit dieser Frau ins Bett? Ist doch peinlich für sie. Clarissa versucht seit Wochen, dir Ludwig auszuspannen, weil sie ganz genau weiß, dass sie mit ihm an seiner Seite an die Spitze des Familienimperiums kommt. Wach auf, Elisabeth! Sie können das nicht verstehen, weil sie so etwas wie Vertrauen nicht kennen. Ludwig und ich, wir lieben uns. Er würde mich nie so hintergehen. Mhm. Und jetzt lasst uns mal beten. Tut mir leid, ich habe es gestern nicht mehr geschafft. Mir ist etwas dazwischen gekommen. Muss wohl wichtig gewesen sein. Ja, unser Hochzeitstag. Elisabeth wollte reinfeiern. Eine Überraschung. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Und heute Morgen war mein Haus von der Presse umlagert. Ach, diese Aasgeier. Ach, die werden sich schon beruhigen. Na, du hast gut reden. Du bist ja auf keinem dieser Bilder zu erkennen. Gibt es noch mehr Fotos? Nicht, dass ich wüsste. Du brauchst keine Angst, um deine Ehe zu haben. Ich werde niemandem erzählen, dass du der Mann auf den Fotos warst. Könnte es eine Falle sein? Eine Falle? Wie meinst du das? Na ja, ist doch schon merkwürdig. Wir nehmen ein paar Drinks danach. Aber haben wir beide einen Filmriss und dann dieses Foto? Versucht dich jemand zu erpressen? Nein. Also, mir kommt das so vor, als ob sich da jemand einen schnellen Euro gemacht hat. Vielleicht irgendwelche Hotelangestellten. Ja,
möglich. Gott, das ist alles so schrecklich. Die beiden sind schon süß zusammen, oder? Süß ist ja eine tolle Grundlage für eine Ehe. Komm schon. Ich will doch einfach nur, dass Kim glücklich ist. Denkst du, wir tun das Richtige? Das weiß man doch nie. Armleuchter. Hä? Guten Morgen. Brötchen? Altbau. Morgen. Hey, was haben wir denn heute? Die A-Phase. Armleuchter, Altbau. Oh, auch einen Kaffee? Ja. A-U-W. A-U-B-Da. Siehst du? Und ich weiß bis heute noch nicht, wie man dieses blöde Wort schreibt. Ja, wenn sich Jessica was in den Kopf gesetzt hat, dann kann sie ziemlich straight sein. Obwohl das natürlich alleine nicht ganz so leicht ist. Ich weiß, ich aber... A-Bend-Rot. A-Verdammt! Nicht, dass sie noch das Interesse verliert. Wäre doch schade. Ja. Hey. Hi. Also, ich hätte jetzt ein bisschen Zeit. Und wenn du Lust hast, dann können wir ja zusammen üben. Hatte keine Schicht. Mm-mm. Na los. Hier, die hast du vergessen. Oh, danke. Versteh mich nicht falsch, aber trotz des ganzen Ärgers. Irgendwie hatte diese Pokernacht etwas. Mal wieder unvernünftig sein. Ja, aber weißt du, was ich daran schade finde? Ja, was? Dass wir uns an den besten Teil gar nicht erinnern können. Entschuldige. Das war meine Schuld. Ja? Die lustige Witwe von Düsseldorf. Die ganze Presse rätselt, wer der ominöse Liebhaber ist. Das ist so traurig. Ludwig, ich konnte ja nicht an. Halt doch einfach die Klappe! Frau Dröge, ich möchte die nächste halbe Stunde nicht gestört werden. Selbstverständlich, Graf Lahnstein. Und jetzt sitze ich hier und warte, wie sie sich entscheiden. Wann kommt Emilio wieder? Keine Ahnung, der musste noch irgendwas bei Frau Schneider erledigen. Und ich dachte, deine Schwestern sind cool. Meine Schwestern sind schlimmer als die spanische Inquisition. Ich dachte, die packen jeden Moment glühende Zangen aus und Daumenschrauben und sowas. Die wollen wahrscheinlich nur sicher gehen, dass er es auch wirklich ernst mit dir meint. Ich schreibe jetzt eine SMS, mal sehen, was Sache ist. Meld dich bei Dana. Vor der anderen, da hat Emilio richtig Schiss. Ja, mit Recht. Ey, das wird schon gut gehen. Ihr heiratet und dann ab nach Venezuela. Hm? Ohne Pass? Den kriegt er schon noch irgendwie. Und wie, ohne Geld? Ich versuche hier gerade so ein bisschen positive Vibrations mit reinzubringen. Hm? Ich versuche hier gerade ein bisschen realistisch zu bleiben. Die rosarote Brille nützt hier doch keinem was. Hey, unser Knopfauge, der hat schon ganz andere Sachen überstanden. Hm? Das wird schon. Das ist Dana. Und? Was schreibt sie? Wir sprechen uns später, sind gerade auf Königsbrunn. Scheiße, die sind bestimmt bei Ansgar. Das war's dann wohl. Wir haben ja auch nur durch Zufall erfahren, was Kim und Emilio vorhaben. Es ist natürlich ein total durchgeknallter Plan, nach Venezuela durchzubrennen und dort zu heiraten. Aber sie lieben sich wirklich. Und da dachten wir, dass wir mal mit dir sprechen, weil du ja vielleicht Verständnis für sie hast. Ja, hab ich. Klingt toll, wild romantisch. Mir ist noch nicht klar, was ich damit zu tun habe. Du bist ein Lahnstein. Du kannst ihnen vielleicht helfen?
In Beamtenbestechung bin ich leider etwas außer Übung. Und ich habe weder Passfälscher noch irgendwelche Schleuser im engeren Freundeskreis. Aber du hast einen Privatjet. Moment mal, ihr wollt, dass ich euch den Firmenjet klar mache? Ja, damit kommen die beiden noch viel schneller nach Venezuela. Und außerdem kann man so die Passkontrollen besser umgehen. Du kriegst das doch hin, oder? Du hast doch immer gesagt, dass Tristan alles hängt. Na klar kriegt Tristan alles hin. Wisst ihr eigentlich, was so ein Interkontinentalflug mit dem Jet kostet? Davon abgesehen kann ich Ansgars Stimme im Gremium auf ewig abhaken. Aber du tust es. Für die Liebe. Amerika. A, M, M? Nee, nur eins. Okay. A, M, E, R, I, C oder K? Ja, dann sag du's mir. Komm schon, ein kleiner Tipp. Anders als im Englischen. Ist ja wohl kein Tipp. Bisher warst du so gut. Eben, glaubst du, ich will mir jetzt auf den letzten Meter einen Schnitt versauen? Hey, die Chancen stehen 50-50, hm? Oh Gott, die Küche brennt. Was? Vergiss es. Na, jetzt bist du mal dran. So, dann nehmen wir mal das letzte Kapitel, das was am schwersten ist. Das ist gut. Zen. Tauren Geschlecht. Das schaffe ich mit links. Rückwärts. Wie bitte? Du hast doch studiert. Ja, und eigentlich waren wir mit Amerika noch nicht fertig. Gott, du Feigling. Komm, jetzt gib das Buch her. Hol's dir doch. Hey, ja. Also... Eigentlich muss ich jetzt weg. Das kannst du echt nicht bringen! Psst! Ganz genau, heute noch. Sorgen Sie dafür, dass der Jet betankt wird. Ich lasse Ihnen die Reisedaten schriftlich zukommen. Gut. Ah, Julia ist da, fehlt noch Homie, dann kann's losgehen. Was kann losgehen? Ziemlich riskant von dir hier aufzukreuzen. Hätte ja auch sein können, dass du Ansgar über den Weg läufst. Schließlich denkt er doch auch, dass du mit Leonie auf den Seychellen bist, oder? Könnt ihr mir mal verraten, was ihr hier macht? Na, was wohl? Wir organisieren hier gerade euren Flug nach Venezuela. Im Privatjet der Lahnsteins. Was? Ihr helft uns? Tja, meine Wahl. Danke. An Boss. Amerika. Mit K. Volltreffer. Wirst ja immer besser. Sorry. Tut mir leid, dass ich es nicht bin. Na, er muss ja überhaupt. Ihr habt doch bis eben gelernt, Daniel, und du... Siehst du ihn hier irgendwo? Nein. Oh Gott, meine Chefin, die hat mir gerade noch gefehlt. Sag bloß, du hast dich schon wieder krank gemeldet. Psst. Hallo, Frau Fernandchen? Jessica, ich habe gerade gehört, dass Sie schon wieder krank sind. Ja, Entschuldigung, es muss wohl ein Rückfall sein. Oder Sie simulieren. Gefeiert? Was? Ich bin gefeuert? Noch nicht, aber das werden Sie bald sein, wenn ich bis morgen früh keinen Attest vom Arzt auf meinem Tisch habe. Sehen Sie zu, dass Sie wieder gesund werden. Hier stapelt sich die Arbeit. Ja, das Attest ist so gut wie auf dem Weg. Frau von Arschel? Hallo? Aufgelegt. Oh Gott, da hat sie doch gefeuert gesagt. Wundern wird's mich nicht. Es wird echt Zeit, dass du wieder zu dir kommst. Mann, sei nett zu mir, ich bin krank. Ach. Also, wenn du mich fragst, ist deine Krankheit mal wieder ein akuter Fall von Daniel Lietes? Dieser Typ macht mich echt fertig. Immer wenn ich ihn mir gerade aus dem Kopf schlagen will, dann ist er auf einmal total nett zu mir. Und dann, wenn wir uns gerade richtig gut verstehen, dann haut er ab auf Tablette. Jessica, auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, aber vergiss ihn, schlag ihn dir aus dem Kopf.
bin schon dabei. Ich muss irgendwie diesen Horrorvormittag aus meinem Kopf kriegen. Am besten mit was Blutrünstigem. Oh ja, das ist gut. Das ist perfekt. Aua. Nur abgekochtes Wasser trinken, ja? Und die Schuhe immer zuerst vorher umdrehen und ausklopfen, bevor du sie anziehst. Ja, und bei Schlangenbissen, was macht man eigentlich genau bei Schlangenbissen? Wie Schlangen? Na, da wimmelst doch nur so davon. Okay, ich bleib hier. Nein, das ist eigentlich überhaupt kein Ding. Weißt du, wenn ich eine beiß, dann schneidest du einfach das Fleisch rund um die Wunde rum raus. Ja, und das Restgift einfach aussaugen und dann ausspucken. Boah, ihr seid zu blöd! Echt? Erklärt mir lieber, wie wir das mit Mama und Papa machen. Ja, ihr müsst es ihnen natürlich schon sagen, aber erst, wenn ihr wieder zurück seid. Ja, aber ihr kommt mit, oder? Was ist denn los? Du meintest irgendwas mit Leben und Tod? Schön, dass du es auch noch geschafft hast. Hier haben wir jetzt Abflug. Was ist denn das? Wir fliegen mit einem Privatjet nach Caracas. Dan und Marlene haben alles arrangiert. Wir beide sprechen uns noch, wenn ihr wieder zurück seid, ja? Und du passt gut auf sie auf, sonst leih ich mir Papas Kettensäge. Ich bring sie heil wieder zurück. Ansgar. Bitte? Eine Stellungnahme von mir? Shit, und jetzt? Wir sitzen in der Falle. Warten Sie mal, vielleicht sollten Sie mit dem Trink nicht so früh am Tag anfangen. Los, hier rüber. Ach ja klar, der Geheimgang. Was ist das denn? Hören Sie, was unsere Mitarbeiter in ihrer Freizeit machen, das interessiert mich nicht. Verdammt, das kann doch nicht die Tür. Meinetwegen kann Frau von Anstedt mit 10 Männern ins Bett gehen. Von mir werden Sie dazu nichts hören. Alles klar? Danke. Ich habe eine bessere Idee. Pass auf. Ansgar! Ah, jetzt habe ich lieber irgendwas erwischt. Ist was mit beiden Schwestern am Laufen? Hey, der war gar nicht schlecht. Aber gut, dass ich dich gerade sehe. Ich wollte dich noch etwas fragen, und zwar wegen der Quartalszahlen. Ich hab dir doch gesagt, meine Schwestern sind so cool. Die sind wahnsinnig cool. Die haben definitiv was gut bei uns. Und dieser Tristan auch. Ich kann's immer noch nicht glauben. Wir fliegen wirklich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Jetzt los, komm. Danke. Ist auch schön. Was meinst du? Ja. Dankeschön, Justus. Elena ist bei Daniel. Tristan wollte eigentlich kommen. Wollen wir auf ihn warten? Nein, ich glaube, das ist nicht nötig. Man könnte fast meinen, es ist dir peinlich, mit uns auf deine Ehe anzustoßen, Vater. Wie kommst du darauf? Ach, wahrscheinlich will er uns einfach nur schnell loswerden, damit er mit Elisabeth allein sein kann. Wie verliebt ihr zwei seid. Und so eng. Da passt ja nicht mal ein Zeitungsblatt zwischen. Auf euch. Danke. Also eine Ehe, die läuft ja bekanntlich nicht von selbst. Man muss sich bemühen, immer wieder aufs Neue. Du hast vor ein paar Tagen mal angedeutet, dass du dir etwas mehr Abenteuer wünschst. Ja, das war nur so ein Gedanke. Nein, 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 du hattest ja recht. Also lass uns ein Abenteuer erleben. Wir holen endlich unsere Hochzeitsreise nach in Afrika. Oh, ja. Eine Trekkingtour durch den afrikanischen Busch. Wie cool ist das denn? Ja, ich dachte eigentlich mehr an ein 6-Sterne-Hotel mit organisierter Fotosafari in bequemem Jeep. Ja, Papas Bandscheiben werden es dir danken. Ich dachte, ihr wolltet Abenteuer erleben. Ja, na hör mal, ein 6-Sterne-Schuppen ist ja wohl das Gegenteil von Abenteuer. Ja, aber die beiden sind nicht mehr 30. Hey, die beiden sind noch nicht so alt, dass sie das nicht mehr hören können.
Ich liebe dich. Würdet ihr uns bitte alleine lassen? Was habe ich gesagt? Elisabeth, ich muss dir etwas sagen. Ein Horrorvormittag. Sie sind wirklich ein echter Romantiker, Herr Doktor. Ja, das Gleiche hat Ricardo auch gesagt. Ja, und der muss sich mit Romantik ja auskennen, so als Südländer. Jetzt beschwer dich mal nicht. Hm? Brunchen war dir zu langweilig. Ich wette, der Film wird dir gefallen. Lass mich raten. Extra blutig? Na klar. Naja, sonst musst du mich eben anders unterhalten. Hm. Wo sitzen wir? In der Mitte, Reihe 9, Platz 6 und 7. Das glaube ich jetzt nicht. Das ganze Kino ist leer und unsere Plätze sind besetzt. Ja, ist doch egal, hier ist ja noch genug Platz. Entschuldigung, das sind unsere Plätze. Mann, das ganze verdammte Kino ist leer! Du? Es tut mir leid, dass ich kein Geschenk für dich habe. Die Goldschmiedin ist nicht rechtzeitig fertig geworden und... Aber das ist doch überhaupt nicht schlimm, Liebling. Schlimm ist, dass ich schon weiß, was es ist, weil ich dir so eifersüchtig hinterher spioniert habe. Aber Clarissa hat mich so verunsichert. Ich kann mich nur noch mal bei dir entschuldigen. Ich meine, was ist das für ein absurder Gedanke? Du würdest mich mit der Frau betrügen. Elisabeth, ich... Was ist denn? Ich... Der Mann auf dem Foto, das bin ich.